Thank you.
Ein herzliches Willkommen zum Orgelklang 12 hier aus dem Merseburger Dom. Heute mit Kantorin Miroslava Cislak aus Querfurt. Der Merseburger Dom hat eine 1000-jährige Geschichte. Er ist eng verbunden mit König Heinrich dem I. und dem II. Und zwei Bischöfe spielen in der Geschichte des Merseburger Domes eine besondere Rolle. Als der Gründer des Bistums Merseburg und erster Bischof gilt Dietmar von Merseburg, der vor ungefähr 1000 Jahren gelebt hat. Er hat eine Chronik geschrieben, in der er die Zustände der damaligen Zeit beschreibt und die Anfänge des Bistums Merseburg. Aus dieser Dietmar-Chronik möchte ich uns den Prolog vorlesen. Die Chronik Bischofs Dietmar ist adressiert an Dietmars jüngeren Bruder, Sigrid. Mein Sigrid, mir als Bruder in Liebe verbunden, ich, Dietmar, richte folgende Bitte an dich. Würdest du bitte mein Werk wohlwollend lesen, was dir noch wichtig erscheint, füge hinzu. Überflüssiges streiche. Es soll nicht durch rhetorische Brillanz glänzen, nur schlicht den Lauf der Zeiten, Leben und Taten der frommen Sachsenkönige will es erzählen. In einer Zeit, das Regnum wie eine Zeder in vollstem Saft stand, ihm Ehrfurcht aus nah und fern erwiesen wurde. Auch berichte ich über den Aufbau unserer Kirche wie über ihre Zerstörung. Ebenso werden alle Oberhirten geschildert. Richte nicht über mich, wenn manches nicht ganz der Wahrheit entspricht. Einiges fehlt, da die Quellen nur wenig ergiebig waren. Wo ich irrte, mein Teuerster, wirst du problemlos verbessern. Glaube, ich hätte mit meinem Werk nie begonnen, könnte ich nicht auf dich als Bruder stets zählen. Bete nun mit mir inbrünstig. Jesus Christus, du Zier aller Könige, Herrscher über die Völker, fördere dein Reich und alle, die dir vertrauen, sodass dir vollkommener Ruhm zukomme, nicht aber uns, damit die Herde, die dir gehört, nicht unter fremde Herrschaft gerät. Ihr Diener Christi betet aus ganzem Herzen, dass sich die Gnade Gottes unserer Sünden erbarmt. Bewahre sie vor leidvollem Schicksal, wiewohl wir das nicht verdienen. Verhieß uns doch die mahnende Stimme der Propheten die Zukunft, die sich in vielem erfüllt hat und noch erfüllen wird. Du, der du die Pflicht dieses Stuhles übernimmst, lies dieses Buch, so anspruchslos es auch sein mag, mit Liebe. Sieh, es informiert dich kurz und knapp über das, was du schon immer wissen wolltest. Sicherlich, rhetorische Geschliffenheit erfreut den Menschen besonders. Sammle sorgfältig, was du überall verstreut findest. Begib dich nicht in die Sklaverei irdischen Ruhmes. Strebe mit allen Kräften nach dem ewigen Leben, um es dir zu verdienen. Gedenke bitte meiner, ich habe schwer gesündigt. Ich, der ich meinen Vorgängern auf diesem Bischofsstuhl um Längen nachstehe.
dir vertraue ich mich an. Bitte für mich. Amen. Diese Chronik Thietmars bittet, lieber Leser, um Wohlwollen. Lies sie immer wieder, sie vertreibt die Schwermut. Lies lieber sie, anstatt zu spielen oder anderes Sinnloses zu tun. Preise, Geschätzter, die Gerechten, bete für die Sünder. Thank you.
Hans Magnus Enzensberger, Empfänger unbekannt. Vielen Dank für die Wolken, vielen Dank für das wohltemperierte Klavier und, warum nicht, für die warmen Winterstiefel. Vielen Dank für mein sonderbares Gehirn und für allerhand andere verborgene Organe, für die Luft und natürlich für den Bordeaux. Herzlichen Dank dafür, dass mir das Feuerzeug nicht ausgeht und die Begierde und das Bedauern, das inständige Bedauern. Vielen Dank für die vier Jahreszeiten, für die Zahl E und für das Koffein. Und natürlich für die Erdbeeren auf dem Teller, gemalt von Chardin, sowie für den Schlaf. Für den Schlaf ganz besonders. Und, damit ich es nicht vergesse, für den Anfang und für das Ende und die paar Minuten dazwischen. Inständigen Dank, meinetwegen für die Wühlmäuse draußen im Garten auch. Thank you.
Der Orgelklang aus dem Merseburger Dom neigt sich seinem Ende entgegen. Nächste Woche feiern wir Pfingsten, das Fest des Geistes. So möchte ich uns in diese Woche vor dem Pfingstfest Worte mitgeben, die Martin Moller im Jahr 1584 gedichtet hat. Heil'ger Geist, du Tröster mein, hoch vom Himmel uns erschein, mit dem Licht der Gnaden dein. Komm, Vater der armen Herd, komm mit deinen Gaben wert, uns erleucht auf dieser Erd. O, du sel'ge Gnadensonn, füll das Herz mit Freud und Wonn aller, die dich rufen an. Und dein Beistand, Hilf und Gunst ist all unser Tun und Kunst vor Gott ganz und gar umsonst. Lenk uns nach dem Willen dein, wärm die kalten Herzen fein, bring zurecht die irrig sein. Gib dem Glauben Kraft und Halt, heil'ger Geist, und komme bald mit den Gaben siebenfalt. Führ uns durch die Lebenszeit, gib im Sterben dein Geleit, hol uns heim zur ew'gen Freud. Segne und es behüte uns Gott, der Allmächtige und Gott, der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.